Und wir sagen an dieser Stelle natürlich ganz herzlichen Dank. Netzgemeinschaft, man hat es Vorsprung für diesen Wagen wieder gestalten können. Bereits im Jahre 1713 sprach Graf Anton gegenüber dem Metzgermeister der Stadt eine Verordnung aus, weil es die Leibspeise des Grafen war, muss die Zunge eines jeden geschlachteten Rindes damals kostenlos an die Hofküche geliefert werden. So, die Käserei, nicht nur Fleisch und Wurst spielt eine große Rolle, sondern auch der Käse. Die Realschule stellt es dar. Und es gibt in unserer Region die Firma Bergkraft und Zicken weiter. Und die stiften immer den Käse für dieses Dopferfest. Und die Spannfahrer, und auch ganz besonders wichtig, Franz Müller, den grüßen wir auch ganz herzlich. Wir sind an Tettnangs Geschichte angekommen. Das geht aber wirklich schnell. Und da haben wir als alles erstes die Alemannen. Das ist richtig. Grundschule in Amsterdam. Hier seid ihr Römer. Also sind die ausgefallen. Macht nichts. Ebenfalls Grundschule in Amsterdam. Ich weiß es. So.
am Bug rauschen, gell? So, Vorkommen, du weißt schon, was der Vorkommen ist, du warst in diesem Zeit. Weißt du nicht, aber du hast schon eine Ahnung, gell? Also, auf jeden Fall seht ihr wunderbar aus. Wir saufen hier mit deiner Gruppe, du kriegst jetzt ganz großes Sonderapplaus für unsere Gruppe, weil du das doch ganz toll machst.